what we originally buried. Huh, yeah. I guess it probably would have gotten ruined underground. Holy crap! It's Billy the Squid! He's alive! Oh, man! It really is like a time capsule. No way! Chloe, look at this. We wrote each other letters. Oh, I remember these. To Chloe Price. Thanks, Max. I hope you are having a lot of fun being a teenager with your best friend. Aw, you were so cute. Check it out. Ugh, Maxine. Liebe Chloe, wie geht's dir heute? Mir geht es sehr gut. Heute ist Freitag, der 27. Juni 2003. Also waren sie 8, 2003 und das Jahr spielt jetzt 2000. Moment, 5 Jahre danach, weil jetzt sind sie ja 13. 2008 spielt das Ganze. Wir haben Sommerferien und erstellen einen Zeitkapsel für dich und mit der Zukunft. Mit dem Thema Piraten. War es nicht lustig, sie zu finden? Hier sind einige Dinge, die wir mögen. Erstens Lieblingstier, arabisches Pferd Max, Otter Chloe. Zweitens Lieblingsessen, Hummerrolle Max, Kaffee-Eiscreme Chloe. Kaffee schon mit... Okay. Mit 8? Oder 9? Drittens Lieblingsfach, Kunst oder freies Lesen Max, Wissenschaften Chloe. Viertens beste Freundin, die andere, beide. Wie geht's es mit dir? Bist du 12 Jahre oder älter? Was ist dein Lieblingsessen, dein Lieblingsfilm und so weiter? Das ist alles für den Mund. Ich hoffe, du hast als Teenagerin viel Spaß und deiner besten Freundin. Alles Gute, Maxine Caulfield. How about mine? What did I write? This is so Chloe. Liebe Maxine, hallo aus dem Jahr 2003. Hier ist eine Aufzeichnung davon, wie wir uns Tage verbracht haben. Kannst du raten, welches davon wahr ist? Wir gehen auf dieselbe Schule und sitzen in der Pause immer zusammen. Wir haben mindestens einmal die Woche eine Pyjama-Party. Wir mögen extremseitige Brezel. Wir veranstalten ein Rennen, wer seine Eltern zuerst überzeugen kann, ein Haustier zu haben. Wir werden zusammenleben, sobald wir es uns leisten können und werden nur Goldfarbe benutzen. Wir haben viele Feinde bekämpft und uns nie in den Stich gelassen. Was hast du geraten? Falls du alles davon geraten hast, liest du richtig. Deine Freundin für alles. Oh wow, ich dachte mir eben, es ist alles richtig, aber nie im Stich lassen? Eieiei. Ob das nicht für immer so bleibt? You were really sweet. Oh man, I was really goopy. I like it. That's because you're a goop. This is so cool. There's so much to look at. Is your mom going to mind about this mess? Dunno. I thought they'd be home by now. Max, remember scratch art? Oh, I love this stuff. Ah, das ist echt voll cool. Das habe ich auch früher gemacht. Okay. Macht man das nicht mit einer Schere? So kenne ich das. Oh mein Gott. Ich wollte nur kurz gucken. Den Schatz untersuchen. Ja, also hier gibt es jetzt auch auf jeden Fall ein Bild. Als erstes checke ich mal, ob ich bei ihr das Bild machen kann. Nee. Gut, dann schauen wir uns erstmal das komplette Wohnzimmer an. Hey, what if my being in Seattle finally convinces Chloe to try an MMO? Was ist daran positiv? Keine Ahnung. Chloe and I spilled that wine months ago, but I still feel bad about it. Kann ich mir vorstellen. So die typische Max. That's so cool that Chloe's mom is thinking about this. Mit dem Windsegeln. Geschichten von Frauen, die in der Mitte ihres Lebens das Beruf wechseln. Ausgehend von Claire Cassidy. Ja, ist wirklich cool. Wir schauen uns gleich die ganzen Sachen an. Ich bin gerade hier schon. Beschreibung. Taschengeld. Gespart 60%. Ausgegeben 40%. 6.9. 10 Euro. Geschenk von Oma. Ach krass, wie immer genau sie einfach 60% spart, ist echt sehr vorbildlich, muss ich sagen. Oh mein Gott, ein Fotoalbum. Ja, oh mein Gott. Chloe, ich möchte ein Foto mit dir machen. No peeking at my work. I wasn't. Get out of here.
Das kommt dann vermutlich irgendwann später. I wonder if I could recreate this photo with Chloe now. Jeden Fall, was Chloe das? And I have been friends for so long. Maybe I'm worrying too much about this move changing things. Da hat zwar was verändert, weil du dich nicht gemeldet hast, aber dann ging es ja wieder zurück. Halloween 2001. Oh, sieht cool aus. Die sind einfach ein Cookie zusammen. Dann 2002. Oh, schöne Bilder. Hat mir richtig gut gefallen. Warum immer die hier einfach rumliegen? Warte, okay. Oh, wir müssen uns natürlich das noch anhören. Ich wundere, ob das die Voicemail, die Chloes Mom gesprochen hat. Sie hat gesagt, sie wollte nicht Chloe zu hören. Aber wenn Chloe's in trouble at Blackwell, this might be my only chance to get her to talk about it. Jupp. Hören wir uns das an. This is Anne Rogers, Marissa's mother. Marissa from Blackwell. I need to talk to you about what your daughter did to Marissa in class today. I'll be keeping Marissa home with me tomorrow. At this point, I'm not comfortable sending her back to school at all. I don't know if your daughter is having trouble adjusting or what, but this needs to be addressed. Hey, hold on. Are you serious? I don't want my parents to hear that. I've never gotten in trouble like this before. They already know. I saw an email on your parents' computer. Shit. What happened? Something so minor. Her mom is exaggerating. I bet Marissa told her that I'm telling you, it's stupid. Come on, you've gotta tell me what happened. I'm your best friend. Man, none of this would have happened if I had you around. I wouldn't care what anyone said. Sorry. I don't mean it's your fault. Anyway, she wouldn't leave me alone, so I turned up her Bunsen burner in science. Just a little. What? No one got hurt, not even close. You know that I know what I'm doing. Chloe, what do you mean she wouldn't leave you alone? She was making fun of my clothes and calling me a scholarship kid. Is that why you wanted to throw away your hoodie? Don't worry. I'll keep it. That really sucks. I'm sorry. Yeah. Thanks, Max. Ich glaube, das war ein bisschen ein Stimmungskiller. Na, jetzt wissen wir wenigstens, um was es geht. So, die Fotos kennen wir ja schon. Chloe's grandparents live in Idaho now. I guess, compared to that, Seattle's not so far. Toller Vergleich. Das Foto ist auch legendär. Oh, Leute, ich weiß, wo wir gerade spielen. Ich glaube, das ist gerade der Tag, an dem das Foto geschossen wurde. Und ihr wisst, was das heißt. Da gibt's noch nichts, aber es ist meine Vermutung. Wenn das wirklich so ist. Okay, perfekt. Dann haben wir das ja auch. That was a good week. Viel Glück, Liebling. Every possible excuse to be here for breakfast. Wir sind so stolz auf deine Beförderung. Du kommst eine Woche lang Two-Ways-Waffeln in deinen eigenen Haus. Deine liebende Frau. Dich liebende Frau. Manga might be the one thing where Chloe out-nerds me. Kann man kaum glauben. How Polaroid cameras make every photo look a little nostalgic. Stimmt, schönes Foto. We always make so much more of a mess here than at my house. Kennen das ja gar nicht. Oh, die kennen wir natürlich. Die legendäre Schneekugel.
There. Now you've got something pretty to look at. Aber nicht für lange Zeit. Oh, Moment, warum können wir es öfter schütteln? Kann sein, dass es dann kaputt geht, oder bin ich blöd? Hast du wirklich das komplett selbe? Keine Ahnung. Ich probiere es nochmal. Wenn nichts passiert, dann lasse ich es einfach. Okay, es verändert sich nichts. So, ich wollte was gucken. Und zwar, ob hier was steht. Nein, weil da habe ich im ersten Teil eigentlich was hingeschrieben. So ein Schmetterling. Okay, bevor wir uns dann jetzt zu ihr setzen, würde ich sagen, wir schauen uns die ganzen Sachen an. It's good to see you, old friend. Recording things was so much fun in third grade. Ach so, ah, das ist dieser Recorder, jetzt habe ich es verstanden. Dann die Briefe. Actually, is writing once a week too often? Will I run out of things to say? Die sich jetzt schon so krass Gedanken macht und dann schreibt sie einfach gar nicht. This container looks like it could last 100 years. Deswegen hat er ihn genommen. Holy crap! It's the end of that comic in Chloe's room. Oh, this is gross. Ja, wirklich. Vielleicht hättest du runterkommen und den Typen zusammen mit der mit mir das Gesicht mit Flugkraft wegfliegen lassen. Aua. Das ist echt nicht so geil. These are awesome. Chloe's always been good at making up cool things to do. Der Helikopter, der bequemste Sitz der Welt, wechselt Pedale zwischen Rädern und Rotoren, treibt auch Rotoren an. Dann flammende Finger, Feuerstein, Stahl. Ach ja, wie cool. So ein so Schnipsen und dann entsteht einfach Feuer. Krass. Voll kreativ, aber ich weiß nicht, ob man danach noch lebt oder eine Hand hat. Das ist wahrscheinlich nicht so garantiert. Sonnenstrahl. Hier kommt Licht. Ein Sonnenlicht rein, spiegelt und Linsen und das Sonnenlicht zu verstärken. Laserstrahlen werden von hier verschossen. Öffnet Zulauf. Ah ja, sehr, sehr interessant. Vorhersagen für die Zukunft. Ja, stimmt. Definitiv. Von Chloe Max die Vorhersagungen. Erstens, wir hängen immer noch miteinander rum, mehr als mit irgendwem anders. Ich glaube, das stimmt. Wir sind beide mittelmäßig beliebt. Wir sind beide mit unserem zweiten Freund zusammen. Das stimmt nicht und beim anderen weiß ich es nicht wirklich. Wir treffen keine Entscheidungen, ohne sich den anderen zu Rate zu ziehen oder den entsprechenden Schädel unserer Feinde. Nee, auch nicht so wirklich. Wir haben beide ein Haus, die wir hatten. Chloe ist ja leider schon verstorben. Ich weiß nicht an was, aber die Katze ist tot. Chloe hat die Antarktis bereist. Max hat... Sie hätte mitkommen können, wenn sie gewollt hätte. Stimmt, glaube ich, nicht. Einer von uns hat eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder auch nicht. Wir sind gut in der Schule. Stimmt. Okay. I guess I should try talking to Chloe again about my... Jo, wir haben ja jetzt auch alles. I'm... Ich glaube, wir können das Foto jetzt noch nachstellen. Move over. Nope. Achso, mehr kommt hier nicht. Ich dachte, hier kommt ein bisschen mehr. Aber dann würde ich sagen, wir gehen direkt mal. So, dann müssen wir wahrscheinlich direkt mit dir reden. Ich hoffe, stellt das Foto nach. Ich würde sagen, wir schauen lieber nochmal ins Fotoalbum. Achso, oh mein Gott, gut, dass ich es noch gesehen habe. Da hat sie nämlich diese Cap so ins Gesicht gezogen. Yes. Pose for a photo with that. Oh, das heißt, wir haben alle Fotos gefunden. Okay. Tip your head back and put your arms out. And a really big smile. Like this? It's perfect. Stop moving. Coole Fotos. Really cute, Chloe. Ja, finde ich auch. You're not so bad yourself. So, damit haben wir auch das hier, oder? Ich weiß nicht, ob das dazu zählt, ob das alle sind. I can't decide which version of this photo I like better. Ich finde das Original tatsächlich sogar besser. I'm sorry. Muss ich dich enttäuschen, Max? Hey, Hippie.
How's the masterpiece? Working on the last bit. How about you? Done with the time capsule? Yeah, I think so. Well, perfect, because now I'm finished. Check it out. This is so silly. Himmel, die Wunderkugeln wird ewig halten. This jawbreaker is going to last forever? Just like our friendship. Oh, Chloe, you were really drawing me that whole time. Whoa, whoa, whoa. Mushiness alert. Keep it together, Max. I guess now's my chance to tell Chloe I'm leaving. Na gut. We might not be alone again once our parents get back. Hey, ready for something else? I've got a great plan for the afternoon. Crap. I don't want to ruin the rest of the day. Doch, du machst das jetzt. Dinner, right? Would Chloe even want me to tell her? She's already got enough drama from Blackwell. Max? It's just Seattle. I'm probably overstressing. Nein, sag sie jetzt einfach. Right? Es ihr sagen, immer noch. Ich hoffe, es klappt diesmal. Bin für Ehrlichkeit wert am längsten. Umso früher, desto besser. Chloe? Max? Es funktioniert, yeah. I wanna tell you. Auch wenn es nicht so schön ist. Something. Okay. My family's moving to Seattle. Really soon. Hey. In 3 days, right? What? You knew that? Our parents do talk, you know? But Gott sei Dank habe ich es ihr gesagt. They said I should be the one to tell you. They still told my parents. I guess Mom and Dad were trying to keep quiet too, but they're bad at hiding anything. Don't look so worried, Max. It's okay. Gott sei Dank haben wir sie gesagt. Oh mein Gott. Come on, Dorkmeister. It's not the end of the world. I should have just told you earlier. I feel so stupid. Max, I said it was okay. I was trying to tell you this morning, but... But I totally distracted you with the pirate tape. Success. Seriously? I didn't want this hanging over us all day. Plus, I know you hate this kind of conversation, so... I just left it alone, you know? Come on. I want to spend every minute we have together having fun. Lüg sie jetzt an, leider. Okay, and visit, and maybe we'll move back. Who knows? Chill out. We can go to college together. It's gonna be fine. We're Max and Chloe, remember? We're always together, even when we're not. That's true. Cool. Let's find something fun to do. Es ist also so, wie ich es mir dachte. Stole summer's thrill, and the river's cracked and cold. See, the sky is no man's land, a dark and plumed estate. Hope here needs a humble hand, not a fox found in your place. Mm-hmm.
can't you see? Oh, oh, maybe you were the ocean when I was just a stone. Black flies on the windowsill. That we are, that we are, that we are to hold. Comfort came against my will. Every story must grow old. Still I'll be a traveler, a gypsy's reins to face. But the road is wearier with that fool found in your place. No man is an island, for this I know. Can't you see, oh, or maybe you were the ocean when I was just a stone? So here we are. Be a little bit like I was there. I don't know. Maybe this was a dumb idea. I would give anything to be there with you now. It's so hard trying to say what I'm thinking if I could just see you. But we'll get good at it. Great at it. We'll write and talk all the time, and then you'll come visit, and it'll be like I never left. I mean it. You don't have to worry about anything changing. You're dealing with so much other stuff. You don't deserve any of this. Chloe, listen. Even if I never, even if we're moving for good, we are always together. Okay, even when we're apart, we're still Max and Chloe. I will always, always love you. Goodbye. Ja, was ein schöner, doch auch so sehr, sehr trauriger Abschied von Life is Strange. Nicht nur von Life is Strange Before the Storm, sondern vom kompletten Life is Strange Universum. Und Chloe von Max und all den anderen schönen und netten Personen, die wir uns in letzter Zeit angeguckt haben. In Life is Strange sowie auch hier in Life is Strange Before the Storm. Heute kommt es zu meinem absoluten Fazit, doch bevor wir dazu kommen, möchte ich nochmal zu dieser Episode natürlich wie immer was sagen.
Ich fange, denke ich mal, damit an, wie ich insgesamt diese Episode fand. Ich fand es super cool. Man hat überhaupt nicht gemerkt am Anfang, dass es der Morgen ist, an dem William sterben wird. Oh je, das ist echt krass. Also damit hätte ich auch jetzt am Anfang wirklich nicht gerechnet, als wir noch in ihrem Zimmer waren. Es war vermutlich nach dem Frühstück, als er dann gegangen ist, als er gefahren ist, um Joyce abzuholen. Kann ich mir vorstellen zumindest. Je. Richtig cool die Story. Man hat noch ein allerletztes Mal Piraten sein gespielt. Ein allerletztes Mal, bevor Max wegzieht nach Seattle. Und Chloe ganz alleine lässt mit diesem ganzen Leid und dem ganzen Trauer. Alles musste sie alleine durchstehen. Klar, sie hatte Joyce, aber naja, dazu komme ich später. Ich wollte nochmal sagen, also die Geschichte an sich, ich fand es mega cool, wie wir noch, wie gesagt, ein letztes Mal Piraten gespielt haben. Wie so langsam die Schatzkarte uns wieder in den Kopf reinbringen mussten. Ich meine, ist ja schon mittlerweile 5 Jahre her gewesen, seit die Guten das verfasst haben. Und ja, ihr kennt das vielleicht auch noch, dass man in diesen 5 Jahren schon sich das vergessen kann. Vor allem in diesem jungen Alter, denke ich mal, kann man das vergessen. Aber sie haben es dann doch irgendwie zusammengereimt und wir haben den Schatz gefunden. Lauter coolen Erinnerungen. Ich fand es auch super schön, was William da für die zwei gemacht hat. Er wollte nicht, dass die beschädigt werden, deswegen hat er sie woanders versteckt, die Sachen. Mega cool. Richtig cool. William ist einfach so ein Ehrenmann. Einer meiner Lieblingscharaktere im kompletten Life is Strange-Universum, würde ich fast gehen. An sich die komplette Price-Familie mag ich super gerne. Auf jeden Fall ja. Und so ging dann die Episode an sich. Die war ja auch deutlich kürzer als jetzt die anderen in Life is Strange Before the Storm. Oder an sich als alle Episoden überhaupt, ne? Also halt auch in Life is Strange. War das mit Abstand die kürzeste Episode. Mit, ich denke mal, so ungefähr 2 Stunden Spielzeit. Genau, und trotzdem hat man eine schöne kleine Geschichte erlebt. Ja, man hat Piraten gespielt. Alles war schön. Chloe und Max... Max hat es gerade Chloe gestanden, dass sie wegzieht. Bin sehr glücklich über diese Entscheidung. Wirklich, ich wollte es ja schon beim ersten Mal sagen. Das sind auch die einzigen 2 Entscheidungen, denke ich mal, die relevant sind in dieser Episode. Auf jeden Fall. Und wir haben es geschafft, ihr zu sagen, denn sie wusste es sowieso schon. Deswegen bin ich sehr froh. Sonst würde sie sich noch mehr hintergangen fühlen von Max, denke ich mal. Also es war alles gut. Wir haben sogar noch ein Foto, ein lustiges, geschochen, ein albernes. Und dann, shit happens. Ist ihr Vater William an diesem tragischen, doch richtig nervigen Autounfall gestorben. Wie soll denn das, wie, nee, manchmal denke ich mir schon, das ist ziemlich, er hat das überhaupt nicht verdient und Chloe sowieso nicht, das Ganze alleine durchzumachen. Klar, jetzt sind wir an der Stelle, die Beerdigung war übrigens sehr, sehr traurig. Fast noch trauriger als bei Chloe. Jetzt nicht, um was es geht, es ist nicht schlimm. Trotzdem, ja, die war ziemlich blöd, vor allem das Max von der Beerdigung gleich nach Seattle gefahren ist, fand ich richtig doof geregelt, ganz ehrlich, weil, na klar, er ist gestorben, 3 Tage danach kommt die Beerdigung, macht schon Sinn und dann fahren sie. Man hat, by the way, zum ersten Mal Max Eltern zumindest von hinten gesehen, davor kannte man die nicht. Fand ich cooles Detail, wollte ich einfach mal kurz so, by the way, anmerken. Aber ja, wie gesagt, die Episode hat mir wirklich gut gefallen. Auch die ganze Geschichte, dass es der Abend, der Tag ist, an dem William stirbt, hat man ja erst bemerkt dann, als man dieses Foto in der Küche gesehen hat. Also ich zumindest habe es daran gemerkt. Da war mir schon klar, dass sowas dann passieren wird, dass Joyce nach Hause kommen wird. Zwar nicht so unbedingt genau so, aber es war auf jeden Fall krass. Der Zusammenbruch von Chloe. Und da muss ich nochmal anmerken, ich verstehe Max überhaupt nicht. Sie könnte nach Seattle bestimmt auch irgendwie alleine später kommen, weil, keine Ahnung, mir kam es irgendwie nicht so vor, als würden sie gerade auf die Schule gehen, in die Schule gehen. Wenn sie in die Schule gehen, okay, wo man da wahrscheinlich auch eine Beurlaubung oder so holen könnte oder ein bisschen später anfängt in der Schule dann in Seattle. Und sie könnte einfach noch ein bisschen bei Chloe wohnen und Joyce sowie Chloe Beistand leisten. Hat sie nicht getan, sie ist weggefahren vielleicht, ja. Also so hätte ich es auf jeden Fall gemacht. Ich würde bei Chloe bleiben und einfach ihr noch ein bisschen, bis es ihr ein bisschen besser geht, so einen Monat oder so, denke ich mal. Mindestens eigentlich. Ihr auf die Sprünge helfen.
dass sie nicht auf die schiefe Bahn gerät, wie wir es gesehen haben jetzt in den 3 Episoden von Life is Strange Before the Storm. Genau, sucht Joyce natürlich helfen. Sie hätte jetzt auch ihre Karriere, die sie vorhatte, ihre Weiterbildung aufgegeben eigentlich. Denke ich mal, weil sie ist immer noch Kanan. 6 oder 5 Jahre danach, nach dieser Geschichte hier, die wir gerade erlebt haben. Genau, abschließend kann ich zu dieser Episode sagen, sie war auf jeden Fall, ich denke mal, da steckte mehr Liebe drin. Sie war kompakter, aber mit mehr Liebe gemacht, finde ich. Jetzt immer noch von Deck 9, nicht von Dontnod Entertainment. Aber ich fand die zwei, diese Episode, diese Bonus-Episode, da hat man noch mehr so die Beziehung gespürt zwischen Chloe und Max. Klar, Max kam davor nicht vor, aber diese Beziehung, die Charaktere hat man viel besser wiedererkannt noch. Ich habe ja schon gesagt, Life is Strange Before the Storm, an sich nicht schlecht, aber kommt nicht ganz an den Vorgänger hin. Da muss ich auch sagen, diese Bonus-Episode, Abschied nehmen, schon eher. Wirklich, die hat mir richtig gut gefallen wieder. Sie war kompakt, knackig, klein, aber fein, könnte man sagen. Hat mir mega gut gefallen. Von vorne bis hinten, wie gesagt, super schön gemacht. Letztes Mal Albereien, bisschen zur Trauerfeier von William, war wirklich alles dabei. Und zwischen Alberei und Trauer steckt ja wohl ziemlich viel, ne? Muss man dazu sagen. Deswegen super toll gemacht. Es tut mir übrigens leid, wenn dieser Part jetzt wieder auf jeden Fall den Rahmen sprengt. Aber es ist der letzte Part von Life is Strange, deswegen hoffe ich, ihr akzeptiert das und ich hoffe, es ist in Ordnung. Der letzte Part im Life is Strange-Universum. Ich kann es eigentlich noch gar nicht so recht fassen, muss ich sagen. Das ist übel krass einfach. Man muss sich jetzt tatsächlich verabschieden. Ich weiß ja schon, dass Max und Chloe und etc. alle anderen jetzt nicht wirklich eine Rolle spielen in Life is Strange 2. Deswegen hoffe ich, dass sie in 3 mal wieder einen Auftritt bekommen. Ich habe aber, ja genau, mal gucken. Ich habe Life is Strange 2 ja auch noch nicht gespielt. Und ich würde sogar sagen, ich bin jetzt ziemlich am Ende meiner Meinung zu dieser Episode. Ich sag wie auch bei Life is Strange, im Titlescreen habe ich nochmal so, will ich nochmal alles sagen, was mir denn wichtig war, was mir so richtig gut an diesem Spiel gefallen hat, was vielleicht eher nicht so. Ich habe ja schon ziemlich viel zu der Story gesagt. Und genau, wie gesagt, ich fand es auch gut, dass es diesmal nur 3 Episoden waren, weil, ja, irgendwie, ich denke mal, sonst hätte sich das zu sehr rausgezogen. Es ging dann ab Episode 2, ich sag jetzt einfach zur Story schon alles, was mir einfällt. In Episode 2, also wir reden gerade über das komplette Spiel, da ging es schon so langsam ab, man merkte, wow, als ob das jetzt vorbei ist. Man merkte in Life is Strange Before the Storm in Episode 2, dass es langsam abging und in Episode 3 ging es dann rapide ab. Alles wurde aufgeklärt, die ganze Story. Hat mir gut gefallen, aber wie gesagt, kam nicht ganz ran von den Charakteren. Ja, habe ich auch schon gesagt in Episode 3 Finale. Kam nicht so ganz dran wie in Life is Strange, wie gesagt. Dafür die Bonus-Episode jetzt umso mehr. Auf den Rest des Spiels würde ich eigentlich gern jetzt gleich nach dem Abspann hingehen, nachdem wir uns Entscheidungen und anderes anschauen. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns jetzt als erstes mal gleich die Entscheidungen an. Der Soundtrack ist natürlich wieder auch super toll. Hier in Life is Strange Before the Storm, genauso wie in Life is Strange, super tolle Soundtracks dabei. Man hört es im Hintergrund immer wieder, sag mal so, im richtigen Moment kam die richtige Musik. Wie zum Beispiel jetzt in der Trauerfeier kam einfach die beste, eine schöne, sehr emotionale, dass einem gleich die Tränen rausschießen. Sind noch nicht geflossen, keine Sorge, aber sie kamen schon raus, ne? Sie kamen schon zum Vorschein. Okay. What's the plan? I'm taking you to the beach. We haven't been since school started. Yeah. That's true. It's gonna feel different now, though. Why? Because we're pirates again! We can't go to a beach without taking it over, or at least making a hideout. So, you wanna do that? Make a hideout? Yeah! One that's really tucked away, so people won't mess with it or even see it. I know exactly where we could put it. You know those two rocks right by the grassy part? Oh yeah, that's perfect. Oh man! We could probably make it big enough to keep things there. Like a food stash. And towels and stuff? Yeah, and a flashlight and maybe blankets, so we can go there at night.
I bet that would be beautiful. One day, I want to see glowing sand. Oh, me too. My dad saw it once with my mom. He said their feet made blue fluorescent footprints. Oh my god. I want to take a picture of that so bad. Oh, you have to. We can go every night to make sure we don't miss it. I'm so excited! We're gonna have the coolest pirate hangout ever. Just like we always talked about. Yeah, and it would just be for us. Exactly. Our own little place. Oh, this is so awesome! Let's get some snacks and go scope it out. Gesagt, sie kam zum Vorschein. Gibt es ja auch den Sammlermodus, den schauen wir uns natürlich hier auch an. Hm. Ja, hier gibt es überall ein Foto, denke ich mal. Und das war's auch. Das heißt, wir haben alles. Und damit sind wir durch. Oh, Moment, ich habe gerade noch was gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, die Entscheidungen kann man sich noch anschauen. Haben wir ja schon gemacht. Extras gibt es leider keine Mixtape-Modus. Interessant. Es gibt leider nicht wieder dieses Regisseur-Kommentare. Das fand ich ziemlich interessant bei Life is Strange. Gibt's hier jetzt leider nicht, aber dann sind wir jetzt schon wieder im Title-Screen und ich kann mein Endfazit zu dem Spiel geben. Wie gesagt, es kommt nicht ganz, ja, habe ich schon öfters gesagt, aber ich sag's noch zum letzten Mal jetzt. Kommt nicht ganz ran an Life is Strange, war trotzdem ein super gutes Spiel. Ist halt nicht von den Entwicklern, die es eigentlich für Life is Strange bekannt sind, Dontnod Entertainment. Die haben natürlich Episodenspiele sowas von drauf, wie man das gesehen hat. Aber ich finde, Deck 9 hat das gar nicht so schlecht nachgemacht. Ich denke halt auch, dass... Ja, Dontnod auf jeden Fall da ein Auge drauf hatte, ein gutes Auge. Ich fand die Charakterentwicklungen, konnte man bei Chloe recht gut sehen. Ich fand auch das Kennenlernen mit Rachel ganz cool. Und an sich, Rachel als Person, die ist so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wie ich sie beschreiben soll. Sie ist zwar übel nett, aber sie ist so passiv-aggressiv. Sie staut sich so langsam ihre Aggression aus und irgendwann rastet sie dann aus. Das ist so, ich denke mal, so kann man Rachel... am besten beschreiben. Mir hat sie richtig gut gefallen. Ihre Eltern, also ihre Story war ganz interessant, aber zur Story habe ich jetzt, glaube ich, schon auf jeden Fall genug gesagt. Zur Musik, wie gesagt, war immer richtiger Ort, richtiges Feeling, richtige Musik und die Musik hat halt auch wieder ziemlich, ziemlich viel, was Emotionen etc. angeht, ausgemacht. Und ja, dann muss ich sagen, ich glaube, ich finde tatsächlich, dass es auf der Unity Engine ein bisschen besser sich spielt und ein bisschen besser auch ausschaut, das Spiel. Kam es natürlich 2 Jahre später raus, heißt, da kann sich auch viel entwickeln. Denn im Gegensatz zu Life is Strange spielte das ja auf der Unreal Engine 3 spielte, spielt das Spiel ja auf der Unity Engine. Und ich glaube, es sieht ein bisschen besser aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber kleine Unterscheidungen, denke ich mal, kann man da schon sehen. Heißt, die Grafik ist auch mal wieder ganz okay für 2017, obwohl da um einiges mehr dringen würde, sein könnte, wie auch immer, denke ich, ne? Und ja, sonst, was soll ich noch Großes sagen? Eigentlich am meisten könnte man hierüber über die Story reden. Und das habe ich ja schon ausführlich gemacht. Deswegen glaube ich, würde ich jetzt sagen, ich freue mich auf mehr Life is Strange. In Zukunft habe ich auf jeden Fall geplant, Life is Strange 2 irgendwann mal zu Let's Playen. Obwohl ich sagen muss, dass ich jetzt erstmal etwas Abstand brauche von Life is Strange, denn wir haben jetzt so viel Life is Strange gespielt. Es hat mir zwar einen Heidenspaß gemacht, aber man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir haben alles gesehen vom Life is Strange Universum. Es hat mir eine Riesenfreude bereitet. Ich hoffe, euch genauso. Wenn ja, dann lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei einem weiteren Let's Play, weiteren Video, wo auch immer da. Und bis dahin sage ich, bye!